Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls mit der Challenge. Mit dem Schwierigkeitsgrad Meister durchzuspielen oder wenn es halt nötig ist, wenn wir sterben, halt ein bisschen runterstellen. Aber eben nur runterstellen, wenn wir sterben. So, ich habe hier kurz dieses Anfanggebiet gemacht, Straße nach Alt-Tristram und Alt-Tristram. Und habe leider nicht so viel gefunden, außer diesen Schulterschutz, der hat erhöht Schaden von Piranhas, aber das brauchen wir nicht unbedingt, weil Piranhas nicht unsere Schadensquelle ist. Nur Schadensmacherquelle. Sein Debuff. So. Jo. Ich habe gedacht, ich finde nochmals ein solche Rezepte. Eins von diesen ist dort anzutreffen, eventuell. Also das weiß ich, Doktrin der Eisenwölfe ist von dem, von der Oase. Vielleicht das. Oder dieses hier. Ja. Okay, wir machen weiter. Wir haben ja hier das letzte Mal den Durchgang geräumt bekommen. Und wir nehmen ein bisschen liebliches Färbemittel mit. Ach komm, nein. Auf das können wir verzichten. Wir sind doch Pros. Und hier? Sinistre Röcher. Irgendwie bekomme ich nur Dämonensachen als Ding. Schon Armbrüste die ganze Zeit von Drops und hier sind nur Köche und Lux, also Kleidungsstück. Das ist ein bisschen schlecht. Wir sind kein Dämonenjäger. Ich will jetzt wieder mal eine gute Legendary Waffe. Aber ihr findet nur zwei Handwaffen und die sind nichts für den Hexendoktor. Tja, Pech hat man in diesem Spiel leider viel. Bitte vergib mir. Kack. Kurz. So, und kaputt machen. Schön. Oh, jetzt ist sie tot. Oh. Ohne euch hätte ich es brauchen. Da kann ich, so, jetzt kommt eines meiner Lieblingsgebiete, weil es dort so viele Monster hat. Und wir haben gleich ein Level, Paragon-Level erreicht, auf Stufe 28. Richtig cool. Es geht vorwärts. Ich bin zwar nicht wie andere YouTubes schon extrem weit, aber es geht vorwärts und ich spiele das sicher länger als diese YouTuber. Also es sind natürlich 100% Gamer und wollen das nach 80 Jahren noch spielen. Aber ich hoffe, ich kann das Spiel noch lange spielen und sie werden das Spiel auch noch viel, viel länger verbessern, die Entwickler. Aber eben, es ist momentan noch nicht gut. Es hat sehr viele Ungereimheiten drin. Aber immerhin werden die kleinen Lags und so mal gefixt. Das wurde erst kürzlich geschrieben von den Entwicklern, dass sie an einem Patch arbeiten, der die Lags, die Verzögerungen und so, Latenzprobleme und die Disconnects beheben. Und hier ist schon der Schmiedelehrling. Oh, das ist noch ein Rächer. Und der kann sich befreien, weil er so fett ist. Oh, schon wieder etwas für den Hexendok, Ding. Das ist für den Dämonenjäger. Und das hier ist für uns schlecht, viel zu schlecht. So, was haben wir hier? Hier haben wir ja Ressourcen, Kostenreduktion genommen. Leben pro Treff ist zu schwach, Flechtschatten brauchen wir nicht und Goldfin-Bonus ist sowieso auch zu schwach. Darm, lieber das erste, nein das zweite.
Die Geister holen euch. Und hier wird Ding sehr schnell wieder einsatzbereit sein, diese kleinen Rufen. Fetischarmee rufen. Und deshalb können wir die eigentlich immer wieder einsetzen und spammen und spammen lassen. Ah, schön. Und hier bekommen wir auch sehr viele Erfahrung. Das ist doch wunderbar. Ich finde das so toll. Hier zu leveln. Und Spaß zu haben und auf die Drops zu freuen. Weil hier habe ich eigentlich die meisten Legendäres gefunden im Hauptspiel. Jetzt im Addon habe ich jetzt nicht mehr so viel hier verweilt, aber das werden wir dann noch machen. Und meine Katze kommt und jammert. Mäh, mäh. Mäh, mäh. Mäh, mäh. Ja, ja, die weiß, wo das Essen ist. Oh, jetzt kommen viele. Hier kommt euer Tod. Auf die Großen, auf die Fetten gehen. Boom. Wie geht's? Da hat jemand gekotzt. Ich brauche Mana. So. Sehr schön. Bannring der Weitsicht. Band die Weitsicht. Ich brauche mehr Zeit. Grässliches Teil. Ich habe nicht genug Mana. Ach komm schon. Nicht immer auf mich. Hallo, ich hab noch Pets. Der geht nur auf mich. Ich bin geheilt. Die Pets sind extrem zäh und stark, das ist sogar. Nur der Templer stirbt da die ganze Zeit. Naja, ganze Zeit ist übertrieben. So, der Fetischzahn, hoffentlich ist das für uns. Schauen wir mal. Ein Amulett. Aber mega schwach. Keine Schadensfähigkeiten drauf. Nix. Nix mit Schaden. Bei meiner Seele. Und hier sind nochmals. Und schon wieder die Blitze. Die nerven extrem. Ja, ja. Spam doch diese Blitze 20 Mal auf mich. Genau. Und dann noch Pfützen. Meine Katze haben wir ganz stark. Ganz laut. Meine Katze. Die ist nicht mehr. Oh, scheiße. sorry Katze. Meine Katze kann nicht mehr miauen. Sie hat sich voll geschrien. Die Geister leiten mich. Und ist jetzt auf das Bett von mir, um ganz brav auszusehen. Meine Katze, sie miaut so sehr. Ich brauche mehr Mana.
braucht mehr Zeit. Mitten ins Herz. Gibt's hier keine Höhle? Ich möchte in eine Höhle gehen. Hallo. Schauen wir hier noch irgendwo. Was ist denn das? Eine verrottende Leiche. Aha. Hier unten muss doch irgendwo eine Höhle sein. Komm schon. Komm on. Oh, wie sich das schnell wieder regeneriert hat. Von dem Piranha. Richtig genial. Ah, dafür liebe ich diese Fähigkeit. Diese passive. Hier, des einen Leid. So, keine Höhle. Ah, das ist das Gebiet wieder. Also eben zwischen den Aufnahmesessions werde ich immer wieder ein paar Gebiete wiederholen und Pläne sammeln und so, und dann werde ich dann am Anfang jeder Aufnahmesession nennen, was ich gefunden habe und alles mögliche. Und ja, diesmal war ich ja im alten Tristram-Weg und in Alt-Tristram und habe leider nichts Gescheites gefunden. Aber das war nur kurze Zeit. So viel Zeit habe ich leider auch nicht. Und ich muss ja für neue Parts sorgen. Ihr mögt Diablo 3 sehr. Und ihr mögt wahrscheinlich auch meine Let's Plays. Und das gefällt mir. So. Ich bin wirklich überrascht, wie Diablo 3 gut ankam. Ich habe ja schon früher Diablo 3 Let's Plays gemacht, aber die kamen nicht so gut an. Erst jetzt vor drei Monaten das erste Video wieder, hatte richtig gute Aufnahmen, Zuschauer und ja, Aufrufe und ja, das hielt jetzt bis jetzt eigentlich. Das ist eigentlich richtig konstant. Gut Aufrufe. Ja. Aber man kann glücklich sein, auf YouTube wird es irgendwie schwer, an viele Aufrufe zu kommen. Die meisten Aufrufe kommen von den Abonnenten, weil die Suche, die sackt immer mehr ab. Man findet irgendwie schlechter gute Videos, die einem passen und so. Und dadurch haben irgendwie weniger die Kanäle Aufrufe bei den Videos, weil sie einfach nicht gefunden werden. Und daran schuld ist, sage ich mal, Google. Seit der Übernahme von YouTube geht YouTube den Bach runter und irgendwann werden wir wahrscheinlich mit YouTube aufhören müssen, weil es zu schlecht wird und dann weiß nicht, was wir machen. Muss jemand anders eine Videoplattform machen, die besser ankommt. Also irgendwas, keine Ahnung. Oder sollen halt die Leute, die halt alles immer wieder nerven, bei Facebook bleiben, dort ist ja alles besser. Oder bei Twitter. Aber ich bin keiner so, ich bleibe nicht lange auf Facebook. Ich halte es auch nicht lange auf Facebook-Ding. Ich habe da ein paar Kollegen, da muss ich halt bei Facebook manchmal sein. Aber sonst würde ich auch nie bei Facebook sein. Für mich ist Facebook nicht besseres als irgendwie Foren. Ich bin einer, der gerne in Foren postet. Weil dort findet man die Sachen auch wieder, die man gepostet hat und ja, kann viel machen. Was man auf Facebook nicht machen kann.
Also Foren für Twin und nicht solche Medienplattformen, die sowieso overhyped sind. So, und ja, viele haben da ein bisschen falsche Ansichten und das nervt. So, was ist denn hier oben? Nur ein paar Skelette. Eine Steintruhe. Oh, Goblins, naja. Hat sich nicht gelohnt, oben durchzugehen. Aber ich sehe gelbe Zahlen, das macht Spaß. Das macht Spaß. Hier geht's nicht weiter, aber hier. Und die Goblins werden zerstückelt. So, und ja, hier kommt halt dann auch noch eine raus. Man sieht leider nicht so viel. Es geht schon. Ah ja, sobald Final Fantasy 3 auf Steam rauskommt, werde ich es auch let's playen. Es ist zwar nicht ein Diablo 3, aber es macht auch richtig viel Spaß. Und ich liebte Final Fantasy und ich will es wieder lieben. Darum kaufe ich mir das Spiel und Let's Play es auch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch auch mal in das Video reinklickt dann. In das Let's Play. Beim nächsten Part und euch das mal anschauen. Weil es macht richtig viel Spaß und ich werde es natürlich auch 100% durchspielen. Wie zum Beispiel hier Diablo 3. Und ja. Und DayZ hat ja auch jetzt wieder ein bisschen begonnen und wird wahrscheinlich auch weiter hinkommen. Weil es macht mir jetzt langsam recht Spaß, wenn man mal die Anfängerschwierigkeiten hinter einem gelassen hat. Dann macht es Spaß und ja, ich freue mich auf das Spiel. Für später PvP und solche Sachen. Und ja. So. Gehen wir nach unten entlang. Und ja, heute kommt noch, also heute ist der Samstag, der 9. oder 10. 9. glaube ich. Und heute kommt noch ein Dragos News Folge. Da werde ich erklären, welche Let's Play ich weitermache. Und dazu gehört natürlich hier auch Diablo 3. Dann die zwei Minecraft Projekte, also Projekt Minecraft Vanilla Drake Projekt und Extended Ultimate und dann die DayZ ab und zu. Medieval 2 Conquer the World wird auch ein Hauptprojekt und was fehlt noch? Path of Exile kommt ab und zu und ja. Und wenn ihr einen Änderungswunsch habt, dann dürft ihr das gerne dann unter Dragos News Folge vom 9. halt dann posten. Und ja, dort findet ihr noch andere News und alles mögliche. Also nicht verpassen. Aber wahrscheinlich wird diese Folge dann schon lange online sein. Oder schon gestern online sein oder sonst irgendwas. Da ist es ein bisschen Blödsinn, dass ich jetzt das schon poste, weil ich habe sehr viel zum Hochladen. Und da kommen die Parts leider auch einen Tag oder so später. Oder ein, ja, meistens aber einen Tag, also im gleichen Tag noch, einfach dann später am Abend oder so. Je nachdem.
So. Hier können wir mal ein bisschen spammen, hoffentlich erwischen sie das. Ja. Da vorne schon. Ja, die Bären haben ein bisschen sind ein bisschen breit. Und da kann man leicht die Bären irgendwo an eine Wand schießen und die Gegner nicht treffen. Oh, ist der zäh. Okay, seine Kumpels sind down. Aber er hat nicht viel Leben verloren. Ah, er hat noch eine Kumpel. Okay. Ich bin geheilt. So. Komm doch mal hier hin. Ah, jetzt haben wir wieder die Kleinen. So, kommt mal hier hin. Und er ist down. Sehr schön. Prima. Was haben wir denn bekommen? Ein Steinquell Zweihand. Päh. Nicht mal so viel Damage. Diplomatie-Wunde. Kälteschaden. Wie könnte man die Dinge auswechseln? Und das ist nicht gut. Okay, wahrscheinlich haben wir hier den Geist, also das richtige Grab. Eine Gelegenheit, Ruhm zu ernten. So. Ja, hier kommen die Skelette raus, die können wir aber rauslassen. Das sind Gegner, die geben kein Loot und ich glaube auch fast keine Erfahrung. Die lassen wir aus. Wenn sie kommen, sterben sie halt. Wenn sie nicht kommen, sterben sie auch nicht. So. Und ja. Die Halle muss irgendwo hier oben sein. Grabeshalle. So, hallo. Okay, hier oben ist sie. Ja. Okay. Die Knochen in diesem Grab sprechen von Wahnsinn und Verrat. Die Krone ist nahe. Der Kanzler hat sie lange Zeit sicher bewahrt. Eine edle Tat. So. Kommt raus und er muss auch ein bisschen rauskommen, sonst trifft der Bär nicht. Okay, er trifft. Und ein menschlicher Knorpel. Das ist wahrscheinlich auch wieder eine Zutat für ein Legendary zum Kraften. Schauen wir mal. Mhm. Mauer der Menschheit. Okay. Interessant. Aber wir brauchen natürlich zuerst auch die Pläne. Bam, spam. So. Komm raus, komm. Nein, ich werde nicht erlauben, dass ihr dieses Monster Leoric erneut auf... Easy. Was grässliches Holz. Grässliches Holz.
Okay. Zwei Hand, schade. Aber das sah man schon. Hier ist nichts. Und hier drüben. Ah, hier ist noch ein Sarg. Den Gegner. Zwei Gegner oder so. Mhm. Und hier ist nichts. Gehen wir noch ins letzte Grab. Es haben sich Mächte in uns vereint, die stärker sind, als wir uns je vorstellen konnten. Hinter diesen Prüfungen steckt ein höheres Ziel. Doch ich kann es noch nicht erkennen. Die Zeit wird alles zeigen. So. Nach Leoriks Ernennung zum König. Kurz noch hier schauen. Hier ist ja kein Grab. Und die wollen natürlich alle, warum auch immer, edle Krypten. Also habe ich mir meine Schaufel geschnappt, weil ich dachte, ich könnte mit ein paar Löchern leichtes Gold verdienen. Ha, die Nachfrage in der Gegend hier ist endlos. Jetzt grabe ich von morgens. Das nennt man halt Schicksal und ein bisschen Dummheit. Oh, war das schnell. Waren die schnell down. Ein mächtiger Gegner erwartet uns. Oh, wie viel sind hier? Ah, oh, das sind wahrscheinlich, ja, Trugbilder. Vortex, Gewittersturm. Oh Gott. Kommt, der ist der Richtige. Ja, wir haben ihn. So, das sieht man eigentlich immer, wenn die Gegner nicht mehr so Schaden bekommen. Also, die Trugbilder haben viel weniger Leben. Und das sieht man, weil die Richtigen viel mehr Leben haben. Und dann kann man sie aufdecken. So. Aha, eine Falle. Geister sind in dieser Falle gefesselt. Ich löse sie gerne aus. Die anderen sagen, oh, ich habe eine Falle-Ding, jetzt werde ich sterben und so, und er ganz chillig. Vielleicht bekomme ich hier auch noch irgendwas über, weil ich dachte, ich habe irgendwie etwas gelesen. Oh, mal die Kleinen beschwören. Ja, jetzt müssen wir noch alle töten. Es kommen keine neue mehr. Und dann ist auch ein Paragon-Level ab. So. Kriegsherrn-Knight. Einschlagender Preis. Und der Marquis-Rubin. Und hier machen wir natürlich Bewegungsgeschwindigkeit. Jetzt haben wir 4% mehr. Auch gut. Wir verlieren halt 15% Sehigkeit, aber das wäre nicht mal schlecht. Naja, wegen Mana ist es auch nicht so gut. Aber kritische Trefferchance 10%. Ich glaube, das ist sogar Maximum. Wollen wir? Ach komm, wir haben sowieso genug Leben. So. Und dann geht's weiter. Okay, jetzt wird sowieso nicht mehr so. Ah, der Datengräber ist noch hier. Ja, dann wird es sowieso nicht so spannend zum Aufnehmen. Das mache ich dann
paar Mal diese Runs auf Ding, auf Aufnahmig, und dann sehen wir uns für die nächste Quest dann wieder. Bis denne, Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.